Hallo meine Lieben, sehr, sehr lange ist es her, dass ich mal wieder ein Video gedreht habe, wo ich auf meinem Bett saß. Aber heute dachte ich mir, ist der Zeitpunkt wieder dafür gekommen, denn das ganze Thema Dankbarkeit, das liegt mir so sehr am Herzen und ich praktiziere es halt tatsächlich meistens in der Früh nach dem Aufstehen oder abends in meinem Bett. Und darum dachte ich mir, machen wir eine authentische Umgebung und filmen das tatsächlich heute mal hier ausnahmsweise. Und zwar möchte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen auf meine Rituale, die ich mir so ein bisschen angeeignet habe über die Jahre, die mir einfach geholfen haben, im Alltag mehr Dankbarkeit zu haben, achtsamer zu sein. Und dadurch ist es irgendwie so meine eigene persönliche Meditation, mehr Bewusstsein im Alltag zu haben und einfach ruhiger zu sein. Weil ich muss zugeben, meditieren an sich ist jetzt irgendwie persönlich nicht so ganz mein Ding. Mir tut es sehr, sehr gut, einfach irgendwie diese Dankbarkeitsrituale zu haben. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man easy peasy in den Alltag integrieren. Und weil ich weiß, es konnte schon so viel helfen, dachte ich mir, es wurde so oft danach gefragt, mache ich jetzt ein Video, wo ich euch einfach mal alles zeige und euch da mitnehme, wie ich das alles so mache. Also genug der langen Rede. Fangen wir mal an mit einem kleinen Dankbarkeitstagebuch. Ja, ich weiß, es gibt sehr viele Dankbarkeitstagebücher da draußen und sehr viele Leute machen das auch. Ich muss sagen, ich kam mit sehr vielen Dankbarkeitstagebüchern, die es so zu kaufen gibt, irgendwie nicht so gut zurecht, weil mir die Fragen irgendwie nicht so gefallen haben. Ich habe da irgendwie ja keinen Bezug dazu so schaffen können und außerdem waren die meistens alle immer zu groß und ich konnte die quasi nicht so gut mitnehmen, wenn ich mal auf Reisen war, und weil ich war immer sehr oft ja zwischen Tür und Angel, habe gar nicht so immer an einem Ort dauernd geschlafen. Und deshalb habe ich mir selber ein kleines Dankbarkeitstagebuch zusammengestellt mit Fragen, die mir persönlich einfach ja total gut tun. Und dieses kleine Büchlein, das habe ich, wie gesagt, das könnt ihr auch auf meiner Website downloaden. Ich werde es euch nochmal unten verlinken. Ihr könnt es euch da einfach auch holen. Das ist halt mein persönliches, individuelles Tagebuch. Mein kleines Tagebuch sieht eben so aus. Ich finde es halt sehr, sehr praktisch, weil es sehr handlich ist und sehr klein ist. Und es sind halt nur 4 Fragen, die ich jeden Tag beantworte, gleich in der Früh. Weil dieses zweimal am Tag irgendwie mich hinsetzen, dann wieder was zu schreiben, oft ist dann irgendwie der Abend weggefallen. Ich habe dann irgendwie nur mal am Morgen was reingeschrieben. So sind ja die meisten Tagebücher aufgebaut, dass man in der Früh und am Abend was reinschreibt. Mein kleines Tagebuch hat, wie gesagt, nur 4 ganz kurze Fragen. Und die mache ich gleich in der Früh. Genau, also die Fragen seht ihr jetzt hier nochmal. Ich hoffe, die Kamera zoomt das auch dran. Und ich sehe nicht komplett bescheuert aus, wie ich gerade auf die Kamera zugehe. Genau, also einfach für was ich dankbar bin, was heute auch Gutes passieren kann, an wen ich heute ganz viel Kraft schenke oder schicke, besser gesagt. Also ich überlege mir jeden Morgen auch mal ganz kurz, wer braucht denn heute irgendwie Kraft? Hat jemand eine schwere Prüfung vor sich, eine Operation an dem Tag, und ja, wem kann ich da einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schenken? Und natürlich auch nochmal, was total cool ist, kann an dem Tag heute passieren, einfach so ein bisschen mein Mindset auf das Positive zu schulen. Findet ihr, wie gesagt, auf meiner Webseite, falls ihr euch das kaufen möchtet. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch selber zusammenschreiben, die Fragen. Das nächste, was ich immer ganz gerne mache, ist, da habe ich ein bisschen drüber geredet in meinen anderen Videos. Ich finde wirklich diese Inspirationssprüche, die es so gibt und diese rumgeistern auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, ich finde die auch wirklich genial. Aber nicht so einfach so zum Rumscrollen und oh ja, wie das so was Oberflächliches, sondern wenn dich wirklich ein Motivationsspruch anspricht, dann überleg dir, warum ist das so, und schreib dir den wirklich mal raus. Und ich selber habe mir da auch mal so eine Sammlung zusammengestellt von den allerbesten, inspirierendsten Sprüchen, die mir wirklich was gebracht haben in meiner Weiterentwicklung als Person, die wirklich mein Wertesystem und mein Denken extrem geprägt haben. Und damit es mir wirklich so in Leib und Blut oder so übergeht, habe ich mir das einfach mal auch zusammengestellt. Und das tue ich mir wirklich auch jeden Morgen durchlesen oder manchmal auch am Abend. Da gucke ich einfach, wie es mir jetzt gerade auch geht. Ich schlage einfach random eine Frage, also eine Seite auf, und dann lese ich eine Seite immer nochmal durch. Und da gibt es auch sehr viel geht ein bisschen so in die Tiefe, die Sprüche, aber auch um ein erweitertes Mindset, was ich einfach integrieren möchte in den Tag. Und da tue ich jeden Tag einfach eine Seite, das geht echt flott, mir einfach durchlesen und nochmal irgendwie verinnerlichen. Das war das allererste, was ich zusammengefasst habe, noch sehr hässlich gemacht. Aber ich habe tatsächlich dazu auch, das habe ich auch online auf meiner Webseite, wer sich es holen möchte, so meine persönlichen, ja, bewegendsten Sprüche, die Leute mir mit auf den Weg gegeben haben, deren Weisheiten habe ich zusammengestellt, findet ihr auch auf der Webseite, könnt ihr euch gerne downloaden. Aber das ist so ein kleines, ich habe es Soul Food genannt, einfach so für die Seele ein bisschen was, was einem auch irgendwie gut geht. Und dann kommen wir zu meinem auch absoluten Favorite Tool. Und zwar, ich habe das sowohl in zweifacher Ausführung, einmal als Armband hier, und dann habe ich es mir nochmal als zweites Mal als Armband geholt, weil ich
so schlau bin und immer es schaffe, eins zu verschlampen. Es ist gerade ein Highlight, dass ich für dieses Video gerade beide parat habe. Genau, das eine ist eigentlich immer noch Reserve gewesen. Und zwar seht ihr, auf diesem Armband steht drauf die Buchstaben C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Und zwar ist das das Alphabet des Herzens. Das habe ich aus einem wunderschönen Buch, das heißt Der Neurochirurg, der sein Herz verlor. Ich werde es hier in der Infobox unten verlinken. Das kleine Geheimnis dahinter ist, dass jeder Buchstabe für einen Wert steht, den man im Alltag dann praktizieren kann, wenn man möchte. Also zum Beispiel C steht für Compassion, D für Dignity, E für Equality, F für Forgiveness, G für Gratitude, also unsere Dankbarkeit, H für Humility, I für Integrity, J für Justice, K für Kindness und L für Love. Und ich mache da einfach wirklich jeden Tag, suche ich mir einfach einen Buchstaben in der Früh, wenn ich aufstehe oder aufwache, überlege ich, welcher Wert irgendwie spricht mich heute besonders gut an, was möchte ich heute praktizieren. Manchmal ist es besonders Forgiveness, manchmal ist es besonders Gratitude. Und dann versuche ich im Alltag, egal wen ich treffe, was mir passiert, immer daran zu denken, okay, heute habe ich mir vorgenommen, ich wollte ein bisschen mehr Justice oder so an den Tag legen. Und das werde ich mir auf jeden Fall auch tätowieren. Habe ich mir auch überlegt, hier so ans Handgelenk. Nur so random fact nebenbei, falls es irgendjemand interessiert. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist so mein Ding, weil ich das wirklich, wirklich verinnerlichen möchte. Das ist einfach ein Teil von meinem Leben sein soll. Nicht nur als Armband, was ich ab und zu verliere. Ja, genau. Und bei mir sollen irgendwie Tattoos, soll irgendwie so eine richtige tiefe Verbindung schaffen. Deshalb, ja, habe ich mir überlegt, dass das kommt auf jeden Fall irgendwann mal auf meine Haut, weil mich das so inspiriert hat. Und das Buch kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Das ist wirklich wunderschön. Eine schöne, wahre Geschichte tatsächlich. Genau, was ich ansonsten noch gerne mache, ist einfach mal tagsüber, wenn irgendwas Tolles passiert. Irgendeinen Moment, wo ich mir denke, wow, den will ich am liebsten festhalten, konservieren, für immer meinem Herzen bewahren, dann nehme ich mich mal kurz raus und sage einfach nur, danke. Einfach nur so, krass, danke, dass ich das gerade erleben darf. Gerne würde ich sowas immer erleben dürfen und einfach mal ganz kurz innehalten und in dem Kopf so sagen, wow, genial. Und was eigentlich noch besser wäre, wenn man es mit einer Person erlebt, zum Beispiel man hat gerade einen wunderschönen Abend mit seiner großen Liebe oder so, dann kann man es auch gerne mal der Person sagen, wow, danke, was ich für eine schöne Zeit gerade habe. Man muss es nicht immer nur in seinem Herzen oder in seinem Kopf haben. Sagt es auch mal ruhig der Person, mit der ihr dieses gerade tolle Erlebnis habt. Die freut sich auch. Genau. Und das allerletzte, was ich noch mache, noch ein letztes Ritual, das ist dieses uralte Honigglas, und zwar Jar of Awesome steht da drauf. Und mein Jar of Awesome, das habe ich so verschnörkelt geschrieben, dass es irgendwie cool aussieht oder inspirierend. ist eigentlich ganz simpel. Ihr nehmt ein Glas, irgendeinen Behälter, und hier sind ganz viele Zettel drin. Das ist einfach nur Schmierpapier, was sonst einfach weggeschmissen werden würde. Aber ich benutze Schmierpapier immer so lange, bis man nichts mehr draufschreiben kann. Und nach jedem Abend, nachdem der Tag vorbei war, versuche ich ganz kurz Zeit zu nehmen und mir zu überlegen, was ist eine Sache, die an dem Tag richtig, richtig cool war, die richtig, richtig gut gelaufen ist, und die schreibe ich auf. Das kann natürlich sowas sein wie, ich hatte ein mega geiles Coaching und volles gute Feedback von den Kunden. Es kann aber auch sowas wirklich Banales sein wie, ich habe gerade noch die S-Bahn geschafft, weil irgendein total netter Kerl mir gerade noch die S-Bahn-Tür aufgehalten hat, damit ich da reinflitzen kann, ja. Also es kann halt die Kleinigkeiten auch sein, die den Tag eigentlich versüßen. Und das Witzige ist eigentlich, und es hört sich nach so viel Arbeit an, es ist überhaupt nicht viel Arbeit, auch wenn du echt einen schlechten Tag hattest, wenn du dich einfach mal hinsetzt und eine einzige Sache dir überlegst, die gut gelaufen ist, dir fällt immer, immer, immer noch viel, viel mehr ein. Und auf einmal schreibst du nicht nur einen Zettel hier rein, sondern ganz, ganz viele. Was mache ich mit den ganzen Zetteln? Am Ende der Woche, oder wenn halt das Glas sich gefüllt hat. Ja, also ich meine, manchmal gibt es auch Tage, wo ich es jetzt halt vergesse oder nicht mache. Ist ja kein Stress, ja. Ist ja nur so kleine Rituale. Kann man machen, muss man ja nicht. Wenn es aber voll ist, leere ich es aus. Und dann setze ich mich einfach hin in einer ruhigen Minute, öffne es und lese mir diese Kleinigkeiten durch. Das ist ja echt schon lange her auch. Das war vor 2 Wochen. Oh ja, ich muss mal wieder, wieder regelmäßiger reingucken, wie man sieht. Nee, also diesen Moment, was hier draufsteht, das habe ich tatsächlich, ich habe es längst vergessen. Aber wenn man sich das dann anguckt, eine Woche später oder 2 Wochen später, perfekter Vorführeffekt, dann erinnert man sich wieder an diese kleinen, süßen Momente im Leben und weiß eigentlich, es passieren auch so viele gute Dinge. Auch wenn viele Dinge mal nicht so gut laufen im Leben, es passieren so viele Kleinigkeiten, die schätzen wir aber meistens gar nicht wert. Die sausen an uns vorbei. Und mit solchen kleinen Ritualen erinnern wir uns einfach daran, wie viel auch gut sein kann im Leben.
Genau, und danach schmeiße ich es ehrlich gesagt weg, die Zettel, und dann ist das Glas geleert und es kommt wieder Platz für neue Zettelchen. Genau, man kann es auch aufbewahren, aber dann hast du ja irgendwann eine Zettelwirtschaft, die du nicht mehr verwalten kannst, und dann liest du es ja auch nicht mehr durch. Also ich schmeiße es immer weg. Das sind so meine kleinen Rituale. Vielleicht konntest du das ein oder andere abgucken und eine Inspiration rausziehen. Wie gesagt, ein paar von diesen Resources habe ich für euch zusammen erstellt oder zusammengestellt. Könnt ihr euch gerne downloaden in der Infobox. Lass mir gerne dein Dankbarkeitsritual da. Was machst du so für mehr Dankbarkeit im Alltag? Hast du da auch irgendwie so eine coole Strategie entwickelt? Lass es mich sehr gerne wissen. Ich glaube, wir können alle voneinander nur lernen. Und das ist ja total schön. Dieser Austausch finde ich immer total wertvoll. Genau. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Video. Dann bis nächste Woche. Pfiat die.